So, das ist die Brauerei Wein Stefan. Hier bei der Führung mit dem Journalistenverband. Und da geht's gleich los. Das Guthaus. Man beachte den Maschdruck am Arbeitsplatz, da wo andere die Kaffeetasse haben. Ich weiß nicht, wie das Deputat hier ist. Ja, was passiert hier? Letztlich ist hier die Maische und Kurzzubereitung, um dann quasi letztlich ein vergärbares Extrakt oder eine vergärbare Flüssigkeit zu erzeugen. Gehen wir nochmal kurz auf das Reinheitsgebot ein. Der Bauer holt jetzt den Treber ab. Ich habe meine Seele ausgelassen. Ja? Also muss man sagen, 4 Wochen im Normalfall, für untergängiges Obergängiges ist das. Abfüllanlage. Die gerade den Reinigungszyklus durchläuft, heißt. Ja? Das geht nach Finnland hier. Ja, die haben ja Finnland ist ja offen. Die strömen immer. Also eine Marktlücke. Ja, ja. Die Kulmbacher, die ist jetzt mehr dort. Ich bin
einfach nur stolz, hier zu Hause zu sein in Bayern, ein echter. Maschine für die Flaschen. Zwei Stück. Und hier noch eine. Oder nein, das ist die Apfelanlage. So was. So, alle Förderbänder. Vor allem machen wir das im Winter wegen des Jodens. Das ist ein bisschen schwieriger. Das steht natürlich mal an den Fußbänden. Das ist der Kastenwäscher. Da fahren die hier so über Kopf rein. Werden mit der Ablauge von dem Flaschenwäscher da hinten gewaschen. Kommen dann hier unten wieder raus. Und ab. Sind so alle vorbeigelaufen, die ich filmen wollte. Mindestens. Ein schöner Biergarten. So muss es sein.